Alright, Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Eigentlich ist das so gesehen nur eine Wiederholung vom Kochstream, weil ich habe den nochmal als ein ganzes Video zusammengeschnitten. Beziehungsweise halt die zwei Streams nur. Weil, warum zwei? Ich bin ans Kabel der Kamera gekommen und dann ist die aus und wollte sich nicht halt wieder neu verbinden. Deshalb musste ich einen neuen Stream starten und da war dann für mich schon gleich so bewusst, wir machen das nochmal als ein ganzes langes Video, sprich beide Streams einfach nur. Und deshalb jetzt viel Spaß mit dem etwas längeren Video mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst dann gerne noch ein Like und ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Okay. Ja, hallo. Willkommen zum Kochstream 3777. Heute versuchen wir es wieder, ohne dass halt alles abstürzt. I mean, die letzten Male war es ja so, da war das Mikro aus. TikTok weg. Und vieles andere. Sehr schön, man hört mich sogar, das ist. Sehr schön, man hört mich sogar, das ist. Sehr schön. Wir werden heute Pancakes machen. Dazu habe ich ein Rezept gefunden. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich kram mal ganz kurz die Zutaten raus, ne? Mehl. Backpulver. Zucker. Scheiße, mir kommt noch Zucker da. Wie viel Zucker muss rein? 2 bis 3 Esslöffel. Scheiße mit. Scheiße. Das müsste doch einem Esslöffel entsprechen. Zucker. Seit Kaffeezucker, aber ich meine, Zucker ist Zucker, Leute. Dann brauchen wir 2 Eier und Milch. Milch. Und unsere 2 Eier. Ja. Die Pfanne kann erst mal nach hinten. Die brauchen wir noch nicht. Aber wir brauchen erstmal eine Form. Wir haben unsere Form. Aber ich glaube, die ist viel zu klein. Weil, I mean, da müssen 250 Gramm Weizenmehl, Digga. What the fuck? Das wird schwierig. Das Mehl mit dem Zucker und Backpulver und Salz vermischen. Ich brauche noch eine zweite Form. Wo ganz zufällig 250
Gut. Wir müssen die Waage von unten nutzen. Schön noch für euch zum Zugucken, aber ich kann gar nicht mit da umgehen. Null Gramm? Nice, die ist schon direkt richtig eingestellt. Das gefällt mir doch. Immer ganz vorsichtig. Junge, ist das viel mehr. Oh, 149, Digga. Ah, war der Profi, Digga. So, Mehl ist damit abgehakt, aber das lassen wir mal noch da, falls das da ein bisschen zu weich wird, der Teig. Nur für den Fall der Fälle. So, wir haben jetzt unsere 250 Gramm. Na, die geht dann alleine aus. Jetzt brauchen wir unsere Rührschüssel. Und da muss jetzt Mehl, Zucker, Backpulver und Salz vermischen. Wir haben unser Salz. Jetzt packen wir erstmal das Mehl hier rein. Also auf dem Rezept stand, es soll einfach sein und dauert auch 10 Minuten nur. Aber ich glaube, es wird der größte Krampf für mich sein, zumindest beim Bratteil. Und das Zubereiten wird easy sein. So, jetzt muss unser Zucker rein. Das sind 2 Esslöffel. Oder 4, aber stand ja 2 bis 3, aber. Wird schon klappen. Chat. Ist ja noch Verpackung. Aber was jetzt abfacken, dann brauchen genau 2 Esslöffel Backpulver. Ich glaube, hier können wir perfekt an 2 Esslöffel. Zwei Teelöffel. Na komm. Gut, wenn das so bröckelig ist. Schau ich mal, wie bröckelig das ist, Digga. Ja, scheiß drauf. Wir müssen das immer noch klein machen. Nö, das ist aber noch gut. Es hält bis zum 8. Obwohl, eigentlich war das so klein mit dann. So. Scheiß drauf, das wird dann eine schöne cremige Masse werden.
So. Ich glaube, da war noch eine angefangene Tüte Backpulver. Aber egal. So, jetzt müssen wir jetzt immer noch vermischen. Alter, das sieht nach so viel Mehl aus, Digga. Junge. Das ist doch unmenschlich viel Mehl, Digga. 200 Milliliter. Ach nee, noch nicht. Wir haben Salz vergessen. Die ist leer, na doll. Ja, leck mich doch am Arsch. Das ist... Hat Pfeffer 3 Löcher? Nee, 4, ne? Natürlich haben wir keinen Satz mehr stehen. Ja, das ist Pfeffer. Machen wir hier Salz. Bisschen Salz noch. Und mal verrühren. So. Eier und Milch hinzugeben und alles zu einem glatten Teig umrühren. Das war nicht 15. Komm in den Messbecher. Ich bin gar kein Profi im Eier aufschlagen. Sei gleich mal so gesagt, Chat, ne? Das hat keiner gesehen. So, wir sind wieder da. Ich habe jetzt das Kabel ein bisschen überlegt, damit ich nicht wieder da rankomme, weil ich echt keinen Bock habe, dass es nochmal passiert. Wir haben noch ein zweites iPhone. Clean, Digga. So. Jetzt müssen wir das ganze Zeug zu einem cremigen, glatten Teig machen. Naja, cremig sieht es noch nicht aus. Oder glatt. Thank you.
müsste reichen eigentlich. Das ist ein Kletterteig, Leute. Junge, das ist so viel, Digga. Vor allem je 2 Esslöffel Teig in die Pfanne geben, Digga. Das ist so viel, Digga. Ich hab Hunger langsam, ne? So, jetzt brauchen wir unsere Pfanne und etwas Öl reingeben. Ja, aber was für Öl? Das ist hier die Frage. Weil, I mean, ne? Öl haben wir da. Es leckt gerade ein bisschen, oder? Mehr macht man nicht rein. Vielleicht dann nochmal, während es gerade brutzelt, aber. Leckt's gerade eigentlich? Nee, ne? Also, seht. Yo, wie geil sieht denn das über die Cam aus? Pancakes sollten 10 cm Durchmesser haben. Wie soll ich denn das nachmessen, Digga? Fuck you. Leute, von denen, die das Rezept gemacht haben. Aber ich stelle euch mal noch das Rezept rein. Falls ihr es nachkochen wollt, tue ich euch einfach mal das Rezept. Hallo, Handy. Ich hab Angst um die Kamera, Digga. Aber ich mein, ab hier beginnt so diese Scheibe. Na komm, Handy, das schaffst du. So. Nun kommt das Schlimmste von einem 2S-Löffel. In unserer harten Masse. Auf das stinkende Olivenöl. Und wenn's pluppert, zumindest stand es so im Text, dann soll man das wenden.
Ja. So, das ist der Link. Und wir müssen unseren Pfannkuchen. Ach, Quatsch, Pancake, Digga. Wenden. Braun machen wir ihn dann noch, ne? Ich hoffe, das wird jetzt nicht so eine Eimasse. Weil ich hatte es auch schon mal so in der Chat. Da hatte ich mir auch welche gemacht. Also Pfannkuchen aber. Und die wurden so richtig ekelhaft eiig. Also den ersten müssen wir dann schon mal vorkosten, damit wir dann wissen, ob sie gut sind oder nicht. Aber bei meinem Glück eher nicht. Ich meine, mehr müssen wir dann im Rezept nicht mehr beachten eigentlich, Chat. Jeden Pancake 2 Minuten ausbacken, bis sich kleine Bläschen bilden, dann wenden und von der anderen Seite ebenfalls so lange ausbacken. Ja, 2 Minuten, chill, Chat. Aber wir lassen ihn auch schön ein bisschen braun werden. Weil, wenn das so weiß ist, wie es gerade ist, ist das nicht geil. Können wir mal. Also so eine leichte Bräune ungefähr wollen wir haben. Das ist das Ziel, Chat. Ich meine, bei dem Pfannkuchen hat ja kein Backpulver drin. Weshalb das dann vielleicht anders sein würde. Aber scheiße, wie viel habe ich denn gemacht, Digga? Junge, das sind noch 30 Pancakes oder so, Digga. Ja, chill, ich geiles Frühstück. Ja, die Seite kann noch besser. Die kann noch ein bisschen werden. Die kann noch ein bisschen werden. Dann brauchen wir Teller. Packen das mal ganz kurz weg. Packen wir den Teller hier hin. Warte mal, das packen wir lieber mal nach da hinten. Kein Bock, dass mir das umfliegt. Riecht auf jeden Fall. Ja, komm, scheiß drauf, hol mir raus. Runde 2, Chat. Ding, ding. Ich würde jetzt auch gerne mehrere reinpacken, aber dafür habe ich eine zu kleine Pfanne gewählt. So, Chat. Wir probieren jetzt unseren ersten Pancake. Also fluffig
Na schon. Aber nicht mehr so ganz fluffig. Schmeckt auf jeden Fall geil, ja, aber nicht mehr so fluffig. Die Fluffigkeit ist entwichen. Aber sonst ist er geil. Ist wieder so ein bisschen Pfannkuchenartig geworden. Muss man sagen. Also den lasse ich jetzt mal ein bisschen länger auf der einen Seite. Damit der ein bisschen ausbackt vielleicht. Vielleicht liegt es daran. Weil jetzt ist der auf jeden Fall viel dicker als der. Aber eigentlich steht ja oben, sich hier so Blubberschen bilden, oben drauf. Dann soll man den wenden. Ich sag schon, die Waage ist aus. Aber schmeckt gut. Ich sehe das so nochmal. Ist halt sehr, sehr dünn. Wenn man sich bedenkt, Pancakes sind eigentlich schon immer dicker. Schmeckt aber geil. Muss man sagen. Würde sagen, wir wenden jetzt. Oh ja. Höchste Zeit geworden. Aber so ist es geiler, wenn die ein bisschen dunkler sind. Meiner stand so auf mittlerer Hitze, aber ich habe hochgedreht, Digga. So, der zweite Pancake ist ready. Und wir machen jetzt mal einen großen. Ein 3-Löffel-Pancake.
Aber Chat, ich werde es so machen, es wird nochmal ein zusammenfassendes Video geben. Also sprich, der Stream jetzt und der Stream davor werden einfach in einem Video zusammengepackt. Also volle Länge aber, weil ja hier einmal Cam ausgefallen ist. Weil ich das dann sehr kacke fände, wenn das dann in zwei... Ich meine, die Streams an sich werden zwar auch so da bleiben, aber nur mal so als zusammen... Also als ganzes Video quasi. Ich hätte vielleicht doch kleinere Portionen wählen müssen. Das wird viel zu futtern, Leute. Wir müssen dann nochmal ein bisschen Öl reintun. Vielleicht. I don't know. Ein Schluck nochmal. Ein Schluck auf jeden Fall nochmal. Ja, wie man sieht, der klebt schon an. Oh. Ja, der kann raus. Sieht gut aus. Wir drehen mal ein bisschen runter. Aber schön, dass so alles läuft, ja, zum ersten Mal. Abgesehen bis auf den Kamera-Fail einmal mit dem Wackler, aber sonst läuft alles prima.
Ist ja auch gar nicht warm oder so, ne? So. Digga, das sind jetzt schon 4 Junge. Ich werde nicht mehr so viele essen können. Und Apfelmus habe ich auch keinen Star. Fuck. Aber man muss sagen, die Küche sieht weniger so aus als gedacht. Nur fluffig sitzt so. Aber wenigstens Kakaocreme. Aber das Problem ist, es ist nicht mehr viel da. Das ist scheiße. Haben wir noch mehr da? Nö. Und ich habe im falschen Regal geguckt. Fuck, wir haben nichts mehr da. Mann, das wird so viel zu fressen, Digga. Ich hab. Nein. Fett bin ich schon. Da ist es nichts Neues. Ja, kann ja mal so bleiben. Man kennt auch, ne, das war mit einer mittlerer Hitze, das auch noch und das war halt mit, oder nee, die waren mit hoher Hitze und das halt mit mittlerer. Merkst du schon den Unterschied? Warte mal.
Post. Nächster. Sophie ist nicht mehr da, Leute. Let's go. Oh, scheiße, schön gekleckert, Digga. Digga, das sind aber viel zu viele, Digga. So viel kann ich nicht mehr fressen, Junge. Das sind jetzt schon 5. Und es sind locker noch 10 Stück. Also insgesamt 10 Stück. Da. Also irgendwie hoffe ich stark, dass kein Postbote kommt. Weil ein Postbote könnte mir jetzt alles vermasseln, Digga. Das wäre wirklich scheiße. Also nur fürs Protokoll, das zählt jetzt auch mit als Kochvideo. Ich meine, es wird sicher mal noch ein normales Kochvideo kommen, aber für Pfannkuchen kann ich mich nicht nochmal so schnell begeistern lassen. Oder Eierkuchen, Pancakes, was auch immer. Eierkuchen, Pancakes, so ein Ding, ne? Digga, der ist kaum braun, Junge. Und ich meine, die Sache ist, wegwerfen wird den restlichen Teig eh nicht. Und wenn wird schon Verwendung bei Mama und Papa finden. Der müssen wir jetzt doch wieder ein bisschen höher machen. Hi, daraus machen wir einen letzten Pfannkuchen. Ein Speziale. Puh. Anstrengend. Sag ich euch.
Na, aber ein bisschen fertig. Ich lasse den jetzt mal etwas länger auf der Seite. Weil da steht ja, wenn es blubbert oben oder Bläschen bildet. Jetzt sind da nur ein, zwei Bläschen. Da müssen mehr hin. I told you. Sieht man die eigentlich von hier? Klammerst. Und der Stream ist wieder ab. Nein, doch nicht. Naja, ganz so sehr kennt man es nicht. Jetzt. So ist geil. Ich glaube, die drei werde ich mir jetzt auch nochmal draufhauen. We need a second teller. Bisschen mehr bräune Sonne bekommen. So, perfekte Farbe, scheiß Farbe. Ja, passt so. Die untere Seite halt hier ist ein bisschen beschissen, weil es so gebogen ist. Jetzt kommen noch mal die drauf. Passt. Zack. Schon ein bisschen mehr. So, nur ein bisschen mehr Bräune bekommen. Was? Digga, das ist so viel, Junge.
Das ist viel zu viel Chat. Ja! Heiß. Die letzten sind noch im zweiten Teller. Scheiße. Zwei Stück machen wir hier draus. Oder eins? So. Noch ein Pfannkuchen wird hier draus. Let's go! Dann haben wir es geschafft, Leute. Nach 40 Minuten. Nach 40, fast über 40 Minuten haben wir es dann endlich geschafft. Fast über 10 Pancakes zu machen, Digga. Gott sei Dank. Warum klebt die Pfanne so? Hier ist doch nichts. Die Ränder müssen auch gemacht werden, zumindest hier ein bisschen, wenn es noch ganz schön roh aussieht. So, jetzt das finale Ende. Der letzte Pancake wird zubereitet. Wir haben es geschafft, Freunde. 1000 Pancakes gefühlt heute gemacht. Ja komm, das Warmwasser.
Oh, scheiße. Das ist die Sache, wenn man die Temperatur zu hoch dreht bei dem Teil. Dass einem gleich alles anbrennen muss. Und jetzt riecht die Kacke wieder verbrannt. Super. Der passt so. So, das machen wir jetzt schnell sauber, na? Und dann können wir noch live dabei zusehen, wie ich den Scheiß abwasch mache. Schön angebrannt ist das. Geil. Perfekt. So. Einmal alles drehen, ohne alles umzuhauen. Hallo? Jetzt müssen wir nur die Kamera drehen. Ne? Mal locker machen. Bruder, die ist aber warm. So, jetzt könnt ihr mir noch live dabei zusehen, wie ich hier den Scheiß Abwasch mache. Ist doch super, oder? Ich meine, zumindest das, was ich hier benutze, habe ich mein, der Rest kann da drinnen bleiben. Sollte doch verrotten. Die Spülmaschine leer. Na, den Löffel müssen wir mit abwaschen. Der Löffel war ja mit ein Opfer. Den Laptop bewegen wir nicht, auch wenn es gerade ein bisschen scheiße ist, weil er sehr nah an das Spiel ist. Müssen wir aber damit klarkommen. Müssen wir. Wäre zwar schön, wenn nicht, aber scheiße. Geilster Content am Morgen. Solchen Content lobe ich mir doch. Ist jetzt wieder kalt, oh, sehr schön. Auch wenn es für Gläser geeignet ist, ist mir egal. Ganz schnell Platz, Leute.
Sauber. Egal. So. So, geschafft haben wir's. Zack. Seht ihr euch nochmal selber hier? Cool, ne? Ach so, die Pfanne noch. Oh, Digga. Ja, die Pfanne muss man schon. Guck mal, ich hab sogar so eine Little Cat Can. Die Pfanne müssen wir natürlich noch mitmachen. Na, ja, die ist schon abgekühlt. Erstmal abkühlen lassen. Erstmal chillig eine Pfanne abkühlen, die gerade gefühlt 90 Minuten lang anbaut. So. Zack. So, nicht mehr gleich eingestellt, aber das war's mit dem Kochstream. Wenn er euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da.